Mein Gott, ey, so viel zu labern, Alter, da kriegt man voll durch. So. Ach, wir sind schon fertig. Ja, hau weiter, Gottzumon, die armen Kleinen. Vor allem, die sind hier so süß gemacht, so richtig, richtig winzig. Rockmon muss ich killen. Und die stehen hier wie, weiß ich nicht was. Mein Gott, das ist uncool, Alter. Auch du Fixvieh. Boah, Channel 3. Schnell. Ich hasse solche Leute. Und ich hasse es, dass diese Map, die ist so überfüllt, da müssten viel mehr Channel sein. Richtig viele Channel müssten hier sein eigentlich. Aber ich weiß nicht, was ich Joymax denkt, beziehungsweise die Leute von Demo. Ja, ich denke mal, das liegt an Joymax, weil die die Server hosten. Ich weiß nicht, was die sich denken. Ob man hier, weiß ich nicht, Schlange stehen möchte oder so. Also ich will es eigentlich nicht. Was habe ich gedacht? So. Ja. Yippie, Boss Mode. Enemy down. Mission accomplished. Gleich ist die Mission accomplished. Ich werde, glaube ich, hin und wieder auch mal einen Shooter spielen. Glaube ich. Weiß ich noch nicht. Weil, keine Ahnung, irgendwie sowas wie Counter-Strike oder so. Ich bin zwar richtig scheiße in Shooter. Gebe ich auch offen zu. Ehrlich und so. Aber irgendwie machen sie schon Bock, wenn du mal so einen Lauf hast oder so. Deswegen, ich bin eigentlich in jedem Spiel richtig scheiße. Es sei denn, es ist ein MMO, wo man Geld reinstecken kann, um besser zu werden. Dann bin ich gut. Nein, natürlich. In manchen Games bin ich echt gut. Ich habe jetzt die letzten Tage wieder angefangen, S4 Leech zu zocken. Der ein oder andere kennt es von euch wahrscheinlich. Ja. Weiß nicht. Das Spiel hat mal übelst Laune gemacht, es macht jetzt auch gerade wieder übelst Bock. Ich bin auch fast Max-Level da. Level hat da aber nichts zu sagen, es geht viel mehr um Skill. Level ist einfach nur, sieht cool aus. Ja. Wie gesagt, das spiele ich so die letzten Tage. DJ Sayum Budoy. Ein Mistake. Nein, ich verstehe dich nicht. Ich rede Deutsch mit dir. Oder Englisch. Mystikon. Der labert wahrscheinlich über Alphamon oder so. Oder kein Plan. Ja. Ja, wie gesagt, ich spiele jetzt die letzten Tage halt. S4 League so ein bisschen aktiver als League of Legends. Nee. Ich spiele natürlich richtig aktiv League of Legends mit Shuichi LP und noch ein paar anderen Freunden, so die ich so noch kennengelernt habe. Ja. Und es ist ganz cool, auch wenn ich jetzt so, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe die letzten Tage 20 Niederlagen in Folge gehabt. Aber es ist trotzdem cool. Es, wenn ich so 6, 7, 8, 9 Mal am Stück verliere, mache ich das Game aus, weil ich sonst irgendwie auslaste und irgendwas kaputt mache, zerstöre. Nein, so schlimm bin ich dann doch nicht. Aber man merkt, dass ich dann angepisst bin, weil wer verliert schon gerne, kann mir keiner erzählen, dass er gerne verliert. Wir sind jetzt hier, wir müssen einmal. Waren wir da nicht schon? Nein, waren wir nicht. Ja. Und ich sehe gerade bei mir auf der Uhr, wir haben 22:45, das heißt, eine neue Folge ist draußen. Ich hoffe, ihr guckt natürlich fleißig. Ja, macht ihr. Ihr schaut richtig fleißig. Also ich habe kein Video unter 30 Aufrufe irgendwie, außer natürlich jetzt Digimon World, aber es kommt nicht so doll an, weil gibt es wahrscheinlich schon voll oft oder ist nichts Neues oder so, oder ihr habt selber schon durchgezockt und wollt euch das nicht mit mir antun. Kann ich verstehen, würde ich auch nicht machen. Auf jeden Fall, ja. So, Candlemon verhauen. Bucket of Water müssen wir gleich einsetzen wieder. Das ist mal übelst einfache Quest. Diese Quest liebe ich immer. Zack, Quest fertig. Einfach Rechtsklick drauf und fertig ist. Ja, wir gehen dann. Ich würde sagen, wir gehen dann direkt auf die nächste Map und machen da noch die paar Quests, die wir da haben. Da müssten wir auch so 63, 64 sein und dann mache ich erstmal wieder. Mein Gott, habe ich aufstoßen. Das ist Kohlensäure.
Dann habe ich erstmal wieder ein bisschen Content, ihr habt ein bisschen was zu gucken. Und hoffentlich erreichen wir dann so irgendwann Level 71. Und Thema Level 50 wäre auch richtig geil, weil dann kann ich euch Tunnel B2 zeigen. B1 habe ich euch noch nicht gezeigt, B2 habe ich euch kurz einmal gezeigt, um euch zu zeigen, wo ihr Keramon findet für Omegamon Quest. Daran kann ich mich jetzt gerade noch erinnern. Ist ja noch nicht allzu lang her, 2 Wochen oder so. Ja, ich habe so eine kleine Wette am Laufen, beziehungsweise, ja, mit diesen anderen Let's Playern hier, Shuichi LP, euer Azriel, mein Gott, Alter, was ist denn heute los? Euer Azriel, Maragon LP und so, ich habe gesagt, ich habe so treue Leute, dass ich euch auf jeden Fall diesen Monat einholen werde mit Abonnenten und Views. Und so wie es im Moment läuft, wenn das weiter so konstant bleibt, werde ich auf jeden Fall diese Großkotzigkeit von mir einhalten können. ja, das ist auch so leicht angeberisch und so. Ihr wisst, dass ich bin ein Kerl, Ego, Stolz und all so ein Scheiß kommt dazu. Deswegen, ja. Unterstützt mich weiter, indem ihr guckt, wenn ihr möchtet. Wenn es euch gefällt, natürlich. Ihr müsst nicht, ich zwinge keinen. Ich halte euch nicht mit Knarre an Kopf und sag hier, guck das jetzt, sonst schlag ich dich. Nein, mach ich nicht, Mama. So. Dem Imeramon müssen wir noch einen töten. Nein, nicht töten. Einfach zurück in die Stadt des ewigen Anfangs schicken. Weil du böse bist. Du bist nicht nett. Wir töten nichts. Wir sind human. To protect, bla bla bla. Noch 3. Alles klar. 3 Items noch und dann sind wir hier fertig mit dieser Map. Quest, ihr wisst, die Quest mache ich nicht, weil da Dingens drin ist. Töte Kuwagamon, Blakeks und wir haben in den letzten Folgen schon probiert, Lilimon zu killen und die hat uns mal Eisgeld fertig gemacht. Und ich möchte nicht so oft sterben, deswegen, ja, lassen wir das lieber. ich will nicht so als Noob abgestempelt werden, weil das verletzt voll meine Gefühle und so. Ach ja. Machen wir uns mal eine Zigarette an, ich weiß, paar scheiß Raucher und so. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ich laber in fast jeden, nicht in jedem Part, aber in jeder Aufnahmesession denselben Rotz. Und das tut mir leid, das langweilt euch bestimmt zu Tode. Oder die meisten von euch machen wahrscheinlich meine Stimme aus, würde ich auch tun. Also ich kann mir zum Beispiel meine Let's Plays kann ich mir selber nicht antun. Weil ich höre mich ja so schon den ganzen Tag quatschen. Und wenn ich mir dann noch meine Let's Plays reinziehe, komme ich mir richtig fertig vor. So, hier haben wir die Quests aufwärts. Die Quests. Bam, Level 63 haben wir sogar erreicht. Wie fett ist denn das? Und wir haben schon wieder fast 50% Timer Level. 47%. 47,355%. Man sagt ja nicht 47,355, wer das sagt, ist, sollte nochmal zur Schule gehen. Hinterm Komma sagt man natürlich in einer Schritt, also 395. Nein, 8. Jetzt habe ich hier bei Dingens, bei Hawkeye ein bisschen vermixt und so. Switch it, baby. Ja, wie sieht unser Inventar aus? Schön leer, finde ich gut. Nein, finde ich ein bisschen schade, weil wir brauchen Drops. Langsam geht unsere Kohle aus. Natürlich kriegen wir durch die Quest übelst viel Kohle. Pro Quest irgendwie 1 M. Ist jetzt nicht die Welt, aber ist schon ganz nice. Genau. Wenn ihr richtig viel Geld machen wollt, kommt Tamer Level 70, macht euch ein Omegamon. Ihr kriegt für jede Quest 100 M, die ihr abschließt. Also so mal ein Tee machen, nur für 10 Quests. Kein Thema. Ja. Ich hoffe, das Game scheißt diesmal nicht ab, weil das wäre richtig, richtig assi. Ich hasse das, weil dann müsste ich wieder schnell Pause drücken und nachsynchronisieren und dann verschiebt sich das ein bisschen, weil man kann nicht auf diesem, ich glaube, bis auf 100stel kann man, und 100stel Sekunde, heißt das so? Ich glaube schon. Bis auf 100stel kann man, ja, das machen. Oh Mann,
What the fuck? Das mit den Quests habe ich mir hier anders vorgestellt. Egal. Ogrimmon, 8 Player. Können wir nicht machen, weil wir keine 8 Player haben und ich. Ja. Ach, fick dich. Ogrimmon, nehmen wir raus. Codename, das ist das Labern. Defeat Soulmon schaffen wir auch noch nicht. Overpopulation schaffen wir. Das machen wir jetzt. 10 Sachen droppen. Das wird jetzt Ewigkeiten dauern. Also ich hab's voll im Gefühl, das wird so richtig lange dauern. Und da, oh, das nervt mich. Deswegen hasse ich Questen. Weil, wenn du was droppen, was killen, kein Thema. Nebenbei was killen. Wenn du eh schon da bist, weißt du, kannst du auch was killen. Ist kein Problem. Aber was droppen, was richtig selten gedroppt wird, finde ich echt scheiße. Also dann sollten die Droprate wirklich, dass du bei jedem Digimon was droppst oder so, sollten die so machen. Oder bei zumindest bei jedem zwei. Blablabla. Kennt ihr das, wenn ihr einen trockenen Mund habt und dann die Zunge irgendwie so an eurem Gaumen klebt oder irgendwie sowas? Und dann fangt ihr an zu lispeln. Ja, ich fange dann an zu lispeln. Finde ich nicht cool. Vor allem, da ich normalerweise nicht lispel. Bam, bam. Ja, wenigstens eine Eierschale. Wir sind Level 57, wir sind 63, 6 Level. Ja, die kleinen anzuklicken, wenn die sich bewegen, ist ein bisschen schwierig. Und wir haben noch keins davon gedroppt, was ein Wunder. Wir haben ja erst so 5 Digimon davon gehauen. Also ist die Chance schon unter 20%. Oder? Ja. Ich würde sagen sogar unter 10%. Schätzungsweise. Vielleicht 1%ige Chance, dieses Item zu droppen. Und wir brauchen 10 Stück davon, das heißt, wir hängen hier jetzt erstmal fest, für so eine halbe Stunde. Aber so seht ihr wenigstens, dass es auch mal scheiße laufen kann. Ja, vor allem im ganz hohen Levelbereich, wenn ihr dann Maze in der Maze levelt. Und da die Quests macht, um weiterzukommen in den nächsten Gebieten und so. Genau, ich habe die Maze-Quests auch noch nicht fertig gemacht. So eine faule Sau geworden, ne? Ja, das Game. Es ist halt immer wieder dasselbe, aber das ist logisch. Das weiß man vorher, wenn man ein MMO spielt. Das weiß ich auch selber, da ich fast nur MMOs spiele. Also MMORPGs. Es ist immer wieder dasselbe. Ist ja bei League of Legends nicht anders. Ist bei Shootern nicht anders. Du ballerst einfach immer nur irgendwelche Kerle ab. Aber bei Shootern oder so ist es halt so, dass du immer gegen andere Gegner spielst und das macht diesen Reiz aus, weißt du? Du willst wirklich der Beste sein, also zumindest versuche ich immer gut zu sein in etwas, bin ich aber meistens nie. Und ja, für mich macht halt den Reiz aus, wenn ich dann gegen neue spiele, die dann auch etwas besser sind oder wahrscheinlich noch viel besser sind als ich, das ist dann wie so Training und dann möchte ich auch öfter gegen die spielen und ja, dadurch bleibt das Ganze am Leben und man hat da mehr Fun dran oder man verliert nicht so schnell die Lust daran. Natürlich kann ich jetzt sowas wie League of Legends auch nicht 24/7 zocken oder S4 League oder Counter-Strike für euch COD oder was gibt's denn noch? Hier Battlefield oder so. Battlefield zum Beispiel habe ich noch nie gespielt. Call of Duty habe ich Modern Warfare 1 und 2 gezockt. 2 habe ich sogar richtig krass gesuchtet. Weil ich es einfach lustig fand. Habe ich auch mit euer Asriel gespielt. Dann habe ich sowas wie AVA. Aliens of Valiant Arms. Valiant Arms oder so heißt das, glaube ich. Ist free to play. Mit cooler Grafik. Schönem Gameplay. Ja. So. Ey, die Quest ist doch scheiße, ganz ehrlich. Wer sich die ausgedacht hat, ne, gehört eigentlich verhauen. Das ist doch mal, ey, kann doch nicht wahr sein, Alter. Wie viele Viecher muss ich denn hauen, damit der hier droppt?